Hallo alle miteinander, ich hätte hier ein Ersteindrucksvideo und zwar zu Haikyuu Volume 1 und 2. Man hört es direkt heraus. Ja, der Manga ist auf Englisch, einfach weil Sportsmangas nicht sehr populär sind. Und ich sollte es anders formulieren. Sie verkaufen sich nicht so gut wie andere Reihen. Aus diesem Grund gibt es eher weniger Verleger, die bereit sind, das Risiko einzugehen, da womöglich wenig bis hin zu gar keinen Gewinn zu erzielen. Ich schätze deshalb einfach, dass Haikyuu leider nicht im Deutschen veröffentlicht wird. Bin aber heilfroh und fürs Media sehr verbunden, dass sie es im Englischen getan haben. Und da sind momentan auch schon 3 Bände erschienen. Beim Cover von Band 3 hätten wir Nishinoya abgebildet, einer meiner liebsten Charaktere. Und aus irgendeinem Grund verzögert sich da irgendwie, ja, die Lieferung bei mir. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber zumindest wird er dort seinen ersten großen Auftritt haben. Band 4 habe ich vorbestellt, da hätten wir Kenma abgebildet im Fokus vom Cover. Im Hintergrund dann eben seine Teammitglieder. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns aber lieber auf die Bände, die ich hier habe, bevor ich jetzt wirklich mit dem Schwärmen anfange. Und ja, bei Volume 1 hätten wir hier einmal Hinata abgebildet, zusammen mit Kageyama, die dann eben zusammen einem Volleyball hinterherhechten. Auch hier hinten hätten wir die beiden zu sehen als Mittelschüler, daher die unterschiedlichen Uniformen. Und auf dem Buchrücken dann ebenfalls noch einmal Hinata, das ist das Bild vom Cover. Leider musste ich feststellen, die Reihe hat keine Farbseiten, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Einfach weil es hier so tolle Bilder gibt, die ein richtiger Hingucker gewesen wären, gerade mit Farbe. Aber ich hatte auch die Sorge hier, dass der Zeichenstil ein bisschen grob wird am Anfang, aber Pustekuchen, der ist von Beginn an sehr, sehr schön und ansehnlich. Ich bin ja schon wegen dem Anime sehr verwöhnt gewesen, aber der Manga toppt das ja nochmal ein bisschen. Als kleine Entschädigung, so sehe ich das zumindest, gibt es hier auch noch Steckbriefe über die Charaktere. Das können so Banalitäten sein, wie das momentane Gewicht oder die Sorgen. Was ich sehr interessant finde, sind aber die Fähigkeiten bezüglich Volleyball, die man hier dann eben auch nochmal erwähnt. Und die variieren nicht. Also die Sparten sind jedes Mal gleich und deshalb kann man super Vergleiche ziehen zwischen den Charakteren, was ich auch sehr gut finde. Dann zu Band 2, hier hätten wir einmal hoppala, Tanaka abgebildet, zusammen mit Hinata, Kageyama, Sugawara und Daichi. Hinten noch einmal Tadashi und Tsukishima. Und Tadashi ist so am Anfang ein kleiner Pappaufsteller, muss man gestehen. Das ändert sich aber zum Glück im weiteren Verlauf. Und ich mag den Charakter auch sehr gerne. Hier hätten wir einmal Kageyama abgebildet. Der Band ist echt breit, muss ich sagen. Und man hat hier im Vergleich zum Anime mehr Freiraum, mehr Spielraum, Platz, um Charaktere oder eben Situationen vorzustellen. Und deshalb finde ich sogar, dass der Manga ein Zacken besser ist als der Anime, obwohl der auch richtig schön ist. Und ich habe jetzt einmal zum Vergleich einen Tokyopop-Manga hinzugezogen, einfach damit man ja sieht, was das Format ist. Es ist sogar ein bisschen größer als Tokyopop und man beachte bitte hier die Breite. Also das ist Band 1 und der ist deutlich dünner als Band 2 trotzdem, wenn man das mal mit Bloodlet vergleicht. Und ja, man sieht einfach, das lohnt sich richtig. Man hat hier ordentlich zu lesen. Ich habe jeweils 9 Euro pro Band gezahlt und ich finde das eigentlich total in Ordnung, gerade für die Breite und das Format. Es ist zwar auf Englisch, wer jetzt aber skeptisch ist, der soll sich doch einfach mal den Anime ansehen. 2 Staffeln sind beendet, die dritte ist gerade angebrochen und da macht man wirklich nichts falsch. Ich kann also jedem guten Gewissens Haikyuu empfehlen. Wer zum Beispiel auch ein Fan von Kuroko no Basket ist, der wird es mögen. Das war es auf jeden Fall auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.